Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Ich mache diese Aufnahme zum dritten Mal, ich wiederhole mich. Es tut mir leid, dass dieses Video zu spät kommt, denn wir haben es schon 15.30 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Angefangen habe ich um 15.20 Uhr. Wir fahren jetzt Rennen auf Spa GP mit der Viper SLT10. Und ich kann gleich ein bisschen von meinem gestrigen Tag erzählen, was unter anderem ein Grund dafür ist, dass das Video so spät kommt, denn dadurch konnte ich nicht gestern schon aufnehmen. Und wenn es im Hintergrund zu laut ist, tut mir das leid. Aber die Katzen sind gerade aktiv und denken sich, Bruder, wir nehmen deine Wohnung auseinander, da kannst du gar nichts gegen machen. Ich habe diese Aufnahme, wie gesagt, Moment, ich drehe das Mikrofon mal wieder richtig. Hallo. Was ist denn das so verdreht? Entschuldigung, wenn ihr gerade Störgeräusche hattet. Ohne Ende. So. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, ein Auto zu fahren, was gefühlt bei 2000 geschaltet werden muss. Geil, dass er mir erstmal reinfährt. Auf jeden Fall. Geil, dass er mir erstmal reinfährt, auf jeden Fall. Muss ich mir kurz anmerken, ich bin gerade stumpf geradeaus gefahren, ne? Dieser geile Typ rammt mich erstmal. Geile KI auf jeden Fall. Okay. Ich muss mir am Viperfahren erstmal wieder gewöhnen. Ich bin zwar eben schon drei Aufnahmen kurz gefahren, aber keine so richtig lange. Okay, bei dem Auto hier dreht das Lenkrad echt komplett durch und ich habe vergessen, dass die Bremse von der Viper kompletter Schmutz ist, leider. Also Viper echt kein gutes Auto im Gegensatz zu denen, die ich eben noch gefahren bin. Das sind alles Stufe 3 Autos gewesen. Hallo! Ich möchte mal kurz anmerken, ich bin ja langsamer gewesen als Ideallinie angezeigt und ich konnte nicht im Ansatz Ideallinie fahren. Das Viper einfach Kackauto, würde ich behaupten. Ich meine, die hat Bums und so, aber ansonsten kein gutes Auto. Ich hätte mir lieber eine... Alter! Eine Corvette holen sollen. Ich habe die gerade übrigens schon durcheinander gebracht, Corvette und Viper. Deshalb musste ich mein Gehirn gerade erstmal sortieren. Okay, ich bin Fünfter. Und da vorne sind die drei vor mir. Jetzt bin ich übrigens Vierter. Junge, Junge, Junge. Ja, gestern. Was ist gestern passiert, dass ich nicht aufnehmen konnte? Ich habe zuallererst mal verschlafen. Da war anstatt einem normalen Frühdienst, der bis 14 Uhr oder so gegangen... Danke, dass ich wegen dir nicht lenken kann. Der bis 14 Uhr oder so gegangen wäre. Einen geteilten Dienst gekriegt, der von 8 bis 17 Uhr ging. Von 6 bis 17 Uhr ging. Weswegen ich dann... Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ja, weswegen ich dann logischerweise nicht so früh zu Hause war. Und auch nicht mehr aufnehmen konnte. Beziehungsweise ich hätte noch aufnehmen können, aber ich wollte dann ein bisschen was auch noch selber machen. Hallo, ich habe geschaltet. Ich hatte zwar eigentlich in die 3 geschaltet, nicht in die 5, aber okay. Ja, und folglich bin ich dann sehr spät zu Hause erst gewesen. 18 Uhr oder so. Hab dann, wie gesagt, noch ein bisschen was für mich gemacht. Und hatte dann keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Alter, dieses Auto. Jetzt mal no joke, ne? Die Karre rutscht nur über die Hinterachse. Du lenkst und das Auto denkt sich so, egal! Oder es fickt dich richtig. Ich glaube, es wäre mit nur Lenkrad deutlich leichter zu lenken, also mit Shiftern. Mit Schaltwippen. Auto. Ja. Auf jeden Fall, ich habe gestern Morgen erstmal richtig hart verschlafen. Und mit richtig hart meine ich, ich bin aufgestanden, als ich hätte da sein müssen.
Und ja, dann habe ich einen anderen Dienst gekriegt. Und in diesem anderen Dienst dachte ich mir dann so, als ich durch eine relativ enge Straße gefahren bin, wo rechts am Rand ein Fahrzeug parkte, kam aus einer Hofeinfahrt links von mir ein Tier gelaufen und ich bin da ausgewichen, denn ob ich jetzt, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich fahre mein Bus zu Klump oder ein Auto oder ich fahre ein Tier zu Klump, glaub mal, fick den scheiß Bus, dann wird repariert, fertig. So, und dann bin ich nach rechts ausgewichen und habe einen parkenden, hier leck mich doch am Arsch, einen parkenden Twingo touchiert und den ein bisschen weggeboxt. Den habe ich so hart getroffen, dass er sogar auf den Bordstein hochgeschoben ist. Der stand am Bordstein geparkt. Und den habe ich auf den Bordstein hochgeschoben. Gestern war nicht mein Tag. Also gestern lief nicht bei mir. Muss ich ja echt sagen. Also gestern war gar nicht gut bei mir. Ich hätte einfach liegen bleiben sollen. Habe ich auch gestern schon ein paar Mal bemerkt. Dass ich hätte einfach liegen bleiben sollen. Wäre deutlich besser gewesen. Aber naja, was will man machen, ne? Mal hat man Glück, mal hat man Pech, mal hat man Gandhi. Junge, park doch hier nicht in dem Scheiß. Oh, shit. Problem ist, dass ich hier fast parken muss. Weil die Karre gar nicht um eine Kurve geht sonst. Junge. Ja. Zum Glück war der Besitzer von dem Twingo sehr nett. Und ja, haben auf die Polizei gewartet ein Stündchen, bis die dann endlich da waren. Ein bisschen gesabbelt. Ist hier überhaupt kein Stress, ne? Hat sich ungefähr 1000 Mal bedankt, dass ich überhaupt zu ihm da hingekommen bin und den Schaden gemeldet habe, wo ich mir einfach nur so dachte, Digga, ich dein scheiß Auto ramme. Das hat übrigens niemand mitgekriegt, ich hätte einfach abkühlen können. Aber wenn ich schon sein Auto zu Klump fahre, dann melde ich mich da auch. Das will ich ja genauso. Also wenn jemand mein Auto zu Klump fährt, erwarte ich ja auch, dass sich derjenige bei mir meldet. Sonst einfach nur richtig asoziale Scheiße. Oh, Alter, übrigens bin ich übel am Schwitzen. Weil ich gerade nicht lüften kann, logischerweise, weil ich gerade aufnehme. Wenn ich aufnehme und dann lüfte, dann ist nicht so gut, weil laut draußen. Okay. Ich überschätze jedes Mal wieder die Bremse von diesem Dreckskarren hier. Und ich mache das übrigens nicht absichtlich, dass ich da geradeaus weiter... Also, ich mache es dann absichtlich, aber erst nachdem ich halt schon um die Kurve wollte. Kannst du auch geradeaus fahren, Auto? Meistere alle Kurven, na, vergiss es, Junge. Kann ich vielleicht mal... Junge, komm gerade. Kann ich vielleicht meine letzten Runde versuchen? Ich hätte schon Bock, das Ganze einmal mit dem richtigen Auto zu probieren, also entweder mit dem Exige oder mit dem GTR. Ich glaube, dass es deutlich besser geht als so mit dem hier. Junge! Alter! Also entweder ist heute echt fahrertechnisch nicht mehr im Tag oder das Auto ist echt Kot. Alter Schwede. Ja, also gestern lief bei mir richtig flüssig das Hosenbein runter. Und dann war ich halt relativ spät zu Hause und hab keine Lust mehr gehabt aufzunehmen, wollte mich ein bisschen entspannen. Deshalb erst heute leider ein Video. Deshalb heute leider erst so spät ein Video. Ihr seht schon, wo das Lenkrad hin zeigt, oder? Das Auto schiebt jetzt auch nicht so stark über die Vorderachse, als dass der Wagen irgendwie verständlich wäre, wo er hin will. Ich meine, das war jetzt gerade ein ganz netter Drift. Alter! Die anderen Autos sind hier halt echt hart im Vorteil, muss ich sagen.
Die denken sich halt einfach nur, was macht der Affe da hinten? Wie fährt der denn? Aber wie gesagt, Auto, kompletter Kot. Haufen. Selbst wenn ich hier parke, kommt man hier schlecht durch, ey. Komm, vorwärts, kleines Auto. Ach, vor allem klein, das Ding ist riesig, ey. Ich komme kaum hinter der Karre hinterher, ey. Ich fahre gleich mal eine Runde mit Shifter, also mit Pedal. Ich glaube, das ist deutlich besser. Ich finde es auch gut, dass immer so richtig starke in dem Scheiß mit drin sind. Lenkrad, entspann dich doch mal. Junge! Wie kann er sich so gut aus dem Dreck rausfahren? Ich schiebe in den Dreck rein, wenn ich in den Dreck reingeschoben werde, ist so RIP! Und er halt eher so, ja ma, ich mag das hier, ich mag den Dreck. Der Dreck ist mal gut. Junge! Ich fahre übrigens gerade nicht in der 2. Nur um das kurz festzuhalten. Er denkt sich halt, ja ma, Dreck ist mal guter Freund. Den mag ich ganz gerne. Ach Gott, also KI ist... Ich bleibe dabei, dass die KI in Need for Speed immer Code ist. Ich kenne kein Need for Speed, in dem es eine gute KI gab. Vielleicht kommt ja eins mit den nächsten... Achso! Ja, fahr halt nirgendwo hin, außer da... Nach rechts. Ja, ist okay. Ist okay, kleines Kackauto. Ich kenne keinen Need for Speed, in dem die KI gut ist, wollte ich gerade sagen. Und danach wollte ich sagen, Need for Speed, alle Teile sind gerade übrigens im Summer Sale. Dementsprechend, wenn ihr irgendein Need for Speed kaufen wollt, gönnt euch doch auf dem Steam Summer Sale. Die sind alle relativ gut runtergesetzt sogar. Boah, fickte Scheiße! Auf jeden Fall total geil, dass hier so eine ultraschnellen Fotzen dabei sind und welche, die man schon überrundet. Auf jeden Fall klingt das nach einem gut geplanten Event. In einem Event sollten eigentlich alle immer so ein bisschen gleichbürtig sein. So, ich fahre jetzt mal mit Schaltwippen. Das ist natürlich ein Problem, weil ich trotzdem aus dem Gas gehen muss. Aber ich glaube, es wird trotzdem besser. Weil ich einfach beide Hände am Lenkrad habe. Schauen wir mal. Funktioniert jetzt auf jeden Fall schon besser. Alter. Ich find's auch absolut geil. Ja, natürlich. Ich bin einen Zentimeter auf dem Dreck gefahren. Oh nö, die Rundenzeit ist nicht mehr gewertet. Ist auf jeden Fall absolut geil, dass ich mit denen machen kann, was ich will. Die drehen sich vielleicht. Hallo, Auto! Die drehen sich vielleicht ein bisschen, aber fahren halt trotzdem quasi weiter Ideallinie. Aber wenn die mich einmal antippen. Oh, Bruder, ich muss los. Denkt sich das Auto dann. Also die Viper ist leider echt Müll. In meinen Augen. Die Linie ist grün. Rutsch, rutsch, rutsch. Rutsch, rutsch, rutsch. Wie zum Teufel, wie langsam soll ich denn werden, Alter? Ich versuche gleich mal eine Runde nicht in den Dreck zu fahren und dann mache ich nochmal eine Vergleichsrunde mit dem GTR.
Oder mit dem Exige. Gut, der GTR ist, ja, wobei, der Exige ist, glaube ich, krass untermotorisiert für die Strecke hier. Weil viel lange gerade. Das Ding hat gefühlt auch einfach einen Turbolauf wie Sau, obwohl das ein Kompressor sein sollte, denke ich mal. Weil da bin ich mir nicht sicher. Ah, Kurva! Da war ich gerade verwirrt, in welchem Gang ich war. Deshalb das wilde Rumgeschalte. Nein, verpiss dich hier doch mal. Wichser. Mein Problem ist auch, dass ich mit der Karre halt relativ früh bremsen muss. Weil die halt Bremsen aus Marshmallows hat gefühlt. Ja, das Auto eher so gar nicht bremsen. Ja, ist okay, Auto, ist okay. Nee, ich will auch nicht auf der Straße fahren. Weißt du, wenn ich lenke, dann möchte ich auch nicht, dass du da hinfährst, wo ich hinlenke. Und wenn ich bremse, dann möchte ich ja nicht langsamer werden, dann möchte ich eigentlich schneller werden. Das verwechselst du, Auto. Und die Karre hat hier, soweit ich weiß, alles, was geht. Ich weiß nicht, ob man hier mit Tuning noch ein bisschen was rausholen könnte. Also quasi, indem man einfach die Sachen an sich noch ein bisschen verändert. Ja, ist okay. Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall so echt nicht gut fahrbar, möchte ich mal kurz tausendmal anmerken. Darüber werde ich mich übrigens noch ein paar Mal aufregen. Wir fahren das nächste Rennen noch nicht mit dem hier. Also das Ding fahre ich nie wieder. Der kommt in die Tonne, den verkaufe ich glaube ich gleich. Der fährt halt echt dreckig. Mir fehlt tatsächlich sogar nur eine Kurve zu meistern. Ich meine, ich war nicht außerhalb des Spielbereichs dieses Mal. Also sollte die Zeit gewertet werden. Ich muss halt richtig vorsichtig wieder aufs Gas steigen. Weil sich das Heck sonst denkt, Bruder, muss groß. Und da habe ich zu viel auf die Karte geguckt. Bin deshalb richtig kacke gefahren. Ich habe nämlich gerade nur links auf die Karte geguckt. Okay, das darf man so mitnehmen. Aber dann verliegt man ansonsten gut durch die Gegend. 2,22, 3,93, okay. Das ist die beste Zeit, die ich bis jetzt gefahren habe. Und ich glaube, das ist nicht die Zeit, die ich eben gerade gefahren bin, sondern eine, die ich davor gefahren bin mal. Ich verstehe auch nicht, warum der Drehzahlmesser irgendwie bis 20.000 geht, wenn das Auto nur bis 2.000 dreht. Ah, das hat irgendwas mit Rennsport zu tun, oder? Also ich bin halt da nicht so bewandert. Aber ich meine, warum brauchst du einen Drehzahlmesser, der bis 9.000 geht, wenn du bis 6.5 schalten musst? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder sehe ich das? Hallo! Ja. Geil. Auf jeden Fall cool. Digga. Grüner Balken heißt, deine Geschwindigkeit ist absolut okay. Grüner Balken heißt aber auch, egal wie viel du lenkst, du wirst da nicht langkommen. Für dieses Auto zumindest. Ich weiß nicht, wie das in anderen Spielen geregelt ist. Gibt es da eine Ideallinie fürs Auto? Also gibt es da pro Auto eine Ideallinie? Eine eigene quasi, die dann jedes Mal anders ist? Weil das wäre ja realistisch. Actually.
dass jedes Auto eine andere Ideallinie hat. Und natürlich fahren hier ansonsten nur Lamborghinis mit. Wahrscheinlich alle Heckantriebe, die wahrscheinlich alle Allrad haben. Weil das ist auch ein großes Problem von mir hier gerade. Ist der Allrad, der mir fehlt, ja. Alter. Ich glaube, der da vorne ist erst der erste und nicht der hier. Und Junge, wie schnell der hier durchfetzt. Nee, okay, es ist doch der Lambo. Geil. Alter Auto, fang dich doch bitte. Weißt du, ich fahre extra mit alles an. Ich meine, ich habe wenig Traktionskontrolle eingestellt. Weil ich einfach der Meinung bin, Traktionskontrolle... Also du hast ja trotzdem Vortrieb, wenn du durchdrehende Räder hast. Der Vortrieb ist nicht so gut und du kommst auch leichter ins Schleudern, aber... Ich habe ASR, glaube ich, nicht ausgemacht. Ich meine, dieses Auto hat ASR. Und das funktioniert halt gefühlt so gar nicht. So, lass mich jetzt bitte hier fahren, danke. Junge, 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 Junge. Ich hoffe, Mucke läuft noch. Ich höre die nämlich gar nicht tatsächlich. Und für euch dürfte die gut laut sein. Ganz einfach, weil ich ja mit Kompressoren gearbeitet habe. Oder arbeite. Jetzt habe ich auch mal wieder irgendwo gehört, dass Kompressoren eigentlich kein Mensch mehr benutzt. Das ist so ein Ding von 2018 oder 2017 ist. Oder noch älter sogar. Aber mei. Ich finde, es hört sich damit alles gut an. Und man kann vor allem alles verstehen. So. Alter Schwede, ey. Ich nehme heute auch gleich mehrere Folgen auf, dann kann ich morgen etwas anderes machen. Ich muss nämlich immer noch zu meiner Oma in den Garten, damit bei der mal was gemacht wird. Sonst wächst der nämlich noch das ganze Unkraut über den Kopf. Und ich merke gerade, dass es mich abfuckt, dass ich wieder keine Jogginghose anhabe. Ich sitze hier gerade nur in Boxershorts und T-Shirt. Aber das Problem ist, auf diesen Stühlen, die sind echt ein bisschen kratzig. An den Beinen. Und das ohne Boxer schon ein wenig nervig. Muss ich zugeben. Auto. Auto. Lass mich durch, danke. Achso, übrigens auch, ne? Auf einer Rennstrecke, wenn du an so einem Event teilnimmst und das langsamere Auto hast, lässt du für gewöhnlich Leute durch. Ja, dann fährst du hier nicht noch rein. Dadurch hatte ich ja mal einen Unfall bei einem Rennen. Also, ich hatte keinen richtigen Unfall, ich bin dadurch in den Dreck gefahren. Weil sich einer dachte, er müsse mal eine Ideallinie schneiden. Mitten in der Kurve. Und ich hatte halt dadurch die Wahl, ich fahre ihm... Hallo, Auto! Ich hatte dadurch die Wahl, ich fahre ihm rein. Oder ich fahre ins Kiesbett. So, und ich fahre ins Kiesbett gewählt. Logischerweise, weil ich wollte weder sein Auto noch mein Auto kaputt machen. Alter, ist das zum Kotzen! Dieses Auto fährt wie ein Haufen Scheiße! Merkt man, dass ich wütend bin vielleicht? Wenn man nur merkt, dass ich Aveng wütend bin. Ich bin nicht nur Aveng wütend. Ganz ehrlich? Ich bin richtig wütend. Diese Karre fährt so kacke. Ich muss hier so stark rudern und rotieren, dass diese Karre überhaupt auf der Strecke bleibt. Okay, das war jetzt auch nicht so gut. Das war allerdings meine Schuld. Da habe ich viel zu spät gebremst erst wieder. Ich dachte, ich wäre schon deutlich langsamer, ehrlich gesagt.
So. Also, Spa-GP in... Ah, komm! In 2.19... Okay, ich hatte... Ich war noch gar nicht durch. Jetzt bin ich durch. In 2.19... Wird die Zeit nochmal angezeigt, bitte? Ja, meistere Kurven kriege ich natürlich auch nicht. 2.19 irgendwas. Auf jeden Fall. Also 25 Minuten aufgenommen. Das heißt, jetzt gibt es einen kurzen Cut. Und dann zeige ich euch, wie schnell man das machen kann. Mit einem vernünftigen Auto. Masterabzeichen, Silberherstellerloyalität für US. Nice. So. Ihr könnt jetzt abschalten. Ich mach das anders. Ihr könnt jetzt abschalten, wenn es euch nicht interessiert, wie man diese Strecke auch anständig fahren kann. Ich habe hier eine Herausforderung von Alexi Kumia. Er will wissen, ob du ein Duell gegen ihn führst. Was hältst du davon? Ja, aber nicht jetzt. Bitte, danke. Meine Wagen. Die Eclipse ist dafür, glaube ich, zu langsam. Wir nehmen mal den GDR. Ja, das ist auch ein echt biestiges Auto. Wie gesagt, ihr könnt abschalten, wenn ihr es nicht noch sehen wollt. Ich fahre jetzt eine Runde mit dem GDR. Ich fahre auch nur eine Runde. Also, oder zwei Runden. Ich muss zwei Runden fahren, oder? Ja, es steht in der Start. Ich fahre zwei Runden. Zum Vergleich, das ist die gleiche Klasse Auto. Eigentlich wäre es klüger, das jetzt zu schneiden. Wobei, mich kostet die gleiche Zeit, also. Von daher auch egal. Was mich übrigens gerade ein bisschen kacke anhöre. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen heißer. Oder habe auf jeden Fall irgendwas mit der Stimme kaputt. Ich weiß nicht ganz genau, was. So, jetzt schauen wir mal, was hier mit geht, ne? Direkt mal neues Fahrerlevel erreicht. Zack. Aber merkt man, dass ich gleich nicht mehr so viel Probleme mit dem Fahren habe? Ich muss erstmal wieder gucken, wann dieses Ding hier überhaupt Bremsen braucht, weil der hat relativ gute Bremsen. Okay, das war zu tief. Ja, ist okay, fahr halt überall hin, außer auf der Strecke. Meine Güte, ey. Merkt man irgendwo einen Unterschied? Ich glaube nicht, ne? Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie schnell ich hier mit dem anderen Karren war. Sowas würde ich gerne mal übereinander legen. Einfach Gameplays von zwei Autos. Ich glaube, es unterscheidet sich schon richtig stark. Ja, guck mal, das Ding hier kann man einfach richtig über die Strecke wichsen. Plus das Ding hier dreht auch. Na, okay, da wollte ich nicht so weit hin. Der dreht hier immerhin 7,5 oder so. Meine Güte. Ich glaube, ich bin die erste Runde schon schneller als mit der scheiß Viper. Dreckskiste. Alter, das war aber eng. Das zweite zu niedrig, ne? Geht. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich eben nicht reinfahre, weil sonst wäre ich schon längst vorbei gewesen. So, jetzt wollte ich aber vorbei. Okay, stehender Start hat doch ziemlich viel ausgemacht, dass ich sehr viel langsamer bin, als ich erwartet habe. Das macht schon, glaube ich, sehr viel aus, ne? Okay, das habe ich maßlos unterschätzt, wie schnell ich da überschätzt, wie schnell ich da durchfahren kann. Aber wir werden jetzt sehen, zweite Runde wird es machen. Gehe ich mir stark von aus.
So. Also zweite Runde, erste ist halt auch schon ziemlich geil, ne? Nicht die ganze Zeit irgendwem hinterherfahren. Weil man irgendwie zu wenig Power hat, dauernd weggerutscht. Also ich meine, das ist jetzt hier nicht schlafend fahren. Aber es ist schon tausendmal einfacher als die Viper zu fahren, ey. Also die Viper zu fahren ist halt echt Kot gewesen. Also klar, hier ist ein schönes Automatikgetriebe drin, wo du einfach nur die Gänge hochreißen kannst. Das macht, glaube ich, auch schon einen Riesenunterschied. Aber ich glaube doch nicht so einen Unterschied, wie es jetzt ausmachen wird gleich. Ich habe ehrlich gesagt, oh Scheiße, keine Ahnung, welche Kurve ich nicht gemeistert habe. Und hier fahre ich viel zu langsam durch mit dem Ding hier. Welche Kurve habe ich mit dem Teil nicht gemeistert? Also welche Kurve habe ich insgesamt nicht gemeistert, ist die Frage. Es geht auf jeden Fall noch schneller. Ich habe tatsächlich nicht mehr die Viper-Zeit. What? Also die Runden fühlen sich halt tausendmal schneller als mit der Viper, weil mit der Viper übel die Probleme hatte. Oder hatte ich mit der Viper 3 Minuten? Nein, oder? Eventuell beweise ich gerade, dass ich nicht recht hatte mit dem... die Viper ist so viel langsamer. Aber ich glaube, ich fahre auch nicht mal ansatzweise das Potenzial, was dieses Auto hat. Man kann deutlich später bremsen, deutlich weniger bremsen, deutlich schneller alles. Deutlich später alles, okay. Ich kann jetzt natürlich beim Fahren noch nicht so gut sehen, welche Kurve ich noch nicht gemeistert habe. Weil ich nicht die ganze Zeit unten auf Karte gucken kann. Die will ich natürlich schon gerne noch meistern. Aber ich sehe ehrlich gesagt keine, die ich nicht gemeistert habe. Ich bin verwirrt, welche Kurve ich nicht habe. Ich glaube aber auch nicht, dass ich das nachgucken kann, irgendwie einfach. Oh, das fand ich gut. Okay. Muss ich jetzt leider abkürzen, scheiße. Da habe ich dem Auto zu viel zugetraut. Allerdings würde ich trotzdem sagen, das ist eine vergleichbare Zeit, weil ich da sehr viel Zeit verloren habe mit dem Bremsmanöver. Ah, die Kurve da habe ich nicht gemeistert, okay. Dann fahre ich die jetzt mal vorsichtig. Nee, oh, ja genau. Okay, ich habe mich eventuell getäuscht und die Viper ist gar keine schlechte Zeit gefahren. Aber sie war auf jeden Fall stressig zu fahren. Und ich möchte jetzt mal kurz einmal die Kurve meistern. Einfach nur, damit ich die gemeistert habe. Nice!
Gott. Kriege ich das jetzt überhaupt? Ich glaube nicht. Aber ich habe es gemacht. Gut. Dann habe ich mich geirrt. Die Viper hat doch eine gute Zeit gefahren. Aber die Viper fuhr echt scheiße diese Zeit. Mit dem GTR war das echt einfach. Und ich bin quasi die gleiche Zeit gefahren. Gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.